Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Haunting Ground. Aus dem innersten Teil. Hallo. 57. Ja, Mann. Wir sind. Das war nicht meine Schuld. Ich habe mich nicht bewegt. Wir sind immer noch an dieser geilen Stelle, die wohl das beste oder der beste Part in dem ganzen Spiel ist. Ich kann ja auch nicht mehr richtig reden. Ja. Ich bin sehr nervös wegen ja, all dem hier. Hinsetzen. So. Voll Timing. Sehr schön. Los. Ja, guck mal, er macht das. Was macht er denn da schon? Ich hab den noch gar nicht gemacht. So, zurück. Lass mal jetzt. So, ich einfach mal jetzt schon, wenn er davor ist. Nein, mach ich nicht. Okay, ich dann mach nicht. Pass auf, ich dreh mich jetzt unten. Mhm. Ja, pass auf. Mhm. Machen wir gleich. Mhm. Ah. Scheiße, wieso klappt's nicht mehr? Mach mal jetzt einfach, wenn er davor ist. Warte doch mal, Mann. Komm, komm, aber ganz fix, mein Fräulein. Sag mal. Jetzt nochmal. Nochmal. Er macht doch. Nice. Alter. Ducken. Ja, ich bin jetzt wieder aufgestanden. Oh Gott. Hallo. Ben, renn du. Alter, hat die eine Scheißruhe Bücken. Weg. Ich hab so gute Reflexe, das ist doch Wahnsinn. Mensch, renn! Wer kommt? Alter, Falter. Da kriegst du doch Herpes mit der Alten. Scheiße, Mann. Tolle Reflexe. Ja, komm, irgendwann kann ich verkacken. Okay. Das ist eine 66%ige Glücks- bzw. Erfolgsquote. 66? Ja, bei dreimal. Hab ich du hast aber nicht dreimal. Das waren mehrmals. Okay, dann bin ich sogar noch besser. Guck nee, du bist an. Schlechter. Du hast ja ersten Mal auch zweimal hingefallen. Ach komm. Du musst alles drücken jetzt. Drück. Alles. Knöpfe. Oh Gott. Schneller. Ah. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Ah. Das hätte fast geklappt. So, welche das du brauchst davon? Ich hab so gemacht und dann hing ich so auf den Kopf. Es musste alles drücken, weißt du? Du musst das Spiel doch zu zweit spielen. Das ist eigentlich ein eingebauter Koop-Modus. Modus. Ach, fuck it. Ich krieg das hin. Ja, das glaube ich jetzt. Ich sehe euch nicht mehr. Ich muss mal eine coole Sonnenbrille haben. So, jetzt, machst du jetzt mal? Jetzt geht der Club nicht mehr. Ach, jetzt, ich muss X drücken. Evolve! Alter. Ich muss auch übelst aufs Klo. Ich muss den jetzt töten. Ein Kaugummi essen. Ist so aufregend. Ja, ich muss auch ein Kaugummi essen. Kaugummi schmecken aber auch gut. Nicht? Kaugummis machen süchtig. Esst niemals Kaugummis. Ey, das ist ja unfair. Wir haben uns heute ein Kilo saures Zeug wieder geholt. Ihr kennt das vielleicht, das sind so, wie nennt man die? Fruchtgummi-Sticks mit Erdbeergeschmack. Nee, das sind so. Ich weiß nicht, ob ihr das früher kennt. Rattenschwänze? Sieht es uns? Bei mir war es eine Maus mit einem Schwanz dran, aber. Meinst du die Würmer? Nee, die waren nicht. Ah doch, es gab auch saure Würmer. Oder saure Würmer. Das hieß bei uns Rattenschwänze damals. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ihr das im kennt. Osten. Im Osten, ja. Das muss man dazu sagen, im Osten. Das verschwendet doch keine Zeit, wenn. Bei euch hieß das ja, vielleicht anders. Ja. Wenn du nicht gerade so wie ich aus dem Osten kommst. Mach doch mal! Na komm doch! Nein! Mach doch, klar! Na ja, klar. Na, da muss ich erstmal umdrehen. Mhm. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich habe ja seitdem du gesagt hast, mach mal, nichts weiter gedrückt. Vielleicht. Von daher. So. Wir müssen jetzt wieder Teamarbeit leisten. Ja. Du musst mit mir den Controller. Ich mach den Stick. Ja, da hast du ja viel gemacht. So. Ich hab's. I wanna see your peacock. Was heißt das eigentlich? Alter, das war jetzt mal gut. Ja, super. Super durchgekommen, ey. Super durchgekommen. So, warte, ich muss mal die beenden. So. Wir wissen immer noch nicht so richtig, ob das hinhaut.
Du darfst nicht auf den... Oh, tolle Gang. Ja, drück, ich hab keinen Bock. Weg. Ja. Oh, wir sind so gut voraus. Komm, okay. Rechts. Da! Steh auf, du Mistvieh! Und auf zu bellen, du. Du Mistvieh. Du Mistvieh, steh auf. Du anderes Mistvieh. Achtung. Ja. Wir waren nie so weit, Mann. Ich bin nervös. Und... Alter. Dieser Part wird Kultstatus annehmen. Hier runter. Nein, will ich nicht. Ich mach eine Zwischensequenz an. Okay. Der Button für Zwischensequenz. Oh mein Gott. Das ist ekelhaft. So, und jetzt kommt das Licht aus der Tür und... Verbrennt ihn? Sie rennt zur Tür. Ist da hinter Wasser? Alter! Okay, jetzt bin ich... Alter! Einfach mal beholt. Der muss doch mal langsam verbrennen. Jetzt wird er zur Asche, besser. Der schreit doch nicht. Aber das ist doch spannend. Das ist nicht euer Ernst. Ist der Arm abgefallen? Ja. Schon ganz cool. Gut, dass er jetzt erst tot ist. Jetzt geht der Uhr plötzlich komplett aus. Das Feuer geht weiter. Die Musik auch. Ist es vorbei? Kugel ihn an. Eine schwarze Rauchwolke. Links? Ach so. ich weiß nicht warum, aber ich fühle es einfach. Lorenzo ist weg. Ich bin endlich sicher, der lange Albtraum ist vorüber. Naja. Geh mal weiter. Man weiß es nicht. Mal gucken, was in der Tür ist. Ist da vielleicht Azov? Du spürst eine mystische Kraft durch die ganze Tür fließen. Die Tür öffnen. Geh mal zurück. Speichere mal. Ja? Okay. Speichere aber doch nochmal. Ja, liebe Freunde. War das jetzt oder ist Finale. Das jetzt der letzte Part? Oder kommt vielleicht doch noch ein viel, viel größerer Endboss? Ich muss hier raus. Ich kann nicht speichern. Na dann. Willst du mich eigentlich verarschen, du Drecksspiel? Dann geh raus. Darfst nicht mal speichern, ja. Jetzt wird dir sogar das Speichern verwehrt. Du spielst ja. Tür öffnen. Zwischensequenz. Oh Gott, eine Tür wird geöffnet. Vögel zwitschern. Ich höre Freiheit. Behindert! Entschuldigung. Ich geh die Tür auf. Huey, mach mal. Thanks, oh. Huey. Jetzt kommt noch mal was raus. Ohne zu berühren, macht's jetzt den Schlüssel rein. Schließe die Tür auf. Okay. Aufgeschlossen! Oh, wirklich abgeschlossen. Ich dachte, ich schließe zu. Oh. Ever. Oh Gott. Bäume. Wir sind am Anfang, auf der Brücke. Stimmt, wa? Debilitas.
Er lebt. Er lebt. Jetzt. Eigentlich ist die Belitas. Ey, renn bitte aus der Tür raus und bleib nicht da drinnen, Mädel. Eigentlich ist die Belitas der schlauste Mensch der Welt. Ja, ja. Er hat das nur so getan. Ey, renn, Mädel. Warum bleibt ihr da stehen? Der ist doch noch so ewig weit weg, der ist noch nicht so schnell. Alter. Boah, Killerblick. Fest erschlossen. Ja, doch. Ja. Dummer Killerblick. Tschüss. Ich gehe. Macht's gut, ihr Trottel. Oh, er verneigt sich. Wir sind die Herrscher der Welt. Ich sehe keine trotzdem. Oder sie macht die Tür zu. Ja, ich dachte jetzt auch. Wuff! Oh. Hält sich das Schloss ja ganz schön aus. Stimmt, es war immer dunkel, ne? Hm? Immer. Immer. Wir haben das in einer Nacht durchgespielt. Es war immer dunkel. Wir haben das in einer Nacht durchgespielt, oder was? Hm. Hunting Ground 2 mit Debilitas. Er muss kleine Kinder fangen. Ist auch krass, dass dann nie ein zweiter Teil kam. Das siehst doch raus. Hä? Siehst doch raus. Ja, trotzdem. Schnipp. Resident Evil. Achso, okay. Oh. Er schneidet weiter die Hecke. Der ist jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig im Gegensatz zu den anderen ja, Leuten, die stimmt. wir getroffen haben, ne? Der ist super normal. Super, ja. Super. Er schneidet einfach die Hecke. Das ist ein Busch. Wahrscheinlich. Nee. Ja, gut, ja, stimmt. Okay, wer ist Esof und. Was hat sie in sich drinne? Irgendwas. Ja, was? Das möchten wir jetzt gerne erfahren. Entweder ein Kind oder. Keine Ahnung was. Ist sie schwanger? Wo ist denn das? Was? Das. Tja. Das hier. Das werden wir wohl nie erfahren. Demento Haunting Grounds. Checker! So hieß es eigentlich im japanischen Original. Beziehungsweise im Englischen ist es, glaube ich. Nee, im Englischen ist es auch als Haunting Ground rausgekommen. Ja, ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 58 Parts hat es gedauert. Eigentlich das längste neben Dark Souls. Echt? Kein anderes Let's Play hat so viel Parts gehabt. Tomb Raider ging schneller. Ja. Dead Island wird schneller gehen. Uncharted wird dreimal schneller gehen. Ja, Uncharted ist so gut wie durch und das, oh. Und das ist bei 21 Parts momentan, die wir aufgenommen haben. Ja. Tomb Raider ging schneller, Devil May Cry ging schneller. Da kann eigentlich nur noch Dark Souls mithalten. Was dann so doppelt so viel Parts hat, aber das ist eine andere Geschichte. Was wahrscheinlich auch noch dreimal so viel Parts haben wird. Ja, nee, das ist fast durch. Ja, ich bleib unter 200. Hm, bestimmt. Ich denke. Ja, liebe Freunde. Das war jetzt eine Wette. Wette, wie viele Parts er braucht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen von uns beiden, auch wenn wir tierisch gefailt haben. Danke, dass du sagst, von uns beiden. Ja. Kannst einfach gleich sagen, wir bedanken uns. Wir bedanken uns. Ja, wir bedanken uns beim Zuschauen oder durch. Ihr wisst schon. Ja, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Cool. Wir dachten ja am Anfang, so die ersten 20 Parts, na, das wird langweilig, beziehungsweise wird nicht mehr so geil. Ich habe ja jetzt nicht so. Ricardo/Lorenzo. Die gleiche Stimme. Dietgard heißt der Hund, der Cast. Der den. Ja, ja. Der gebellt hat. Cast. Oh, Dietgard. Okay. Ja, wir haben. Also ich habe, oder ja, wir eigentlich, haben gedacht, es wird so nicht mehr so ganz spannend nee. Mit Debilitas, aber dann ging es ja doch rapide bergauf und es wurde dann hinten raus doch noch richtig gut ja. und doch noch ganz schön interessant und richtig mit viel Stress verbunden und na Angst nicht unbedingt. Wann habe ich mich erschrocken? Gestern? Also gestern ja. bei uns gestern.
Part, ach genau, als er sich teleportiert hat, oder? Part 50 plus, ja, glaube ich, ja. Das war eigentlich ganz cool, also ich hätte mir das damals, glaube ich, nie erträumt, sage ich mal, dass ich irgendwann noch Haunting Ground durchspiele. Ich habe es ja irgendwann aufgehört in 2005 oder 2006, wo es rauskam. Und seitdem liegt das ja rum, im Prinzip. Habe ich nie wieder angerührt. Ich weiß nicht wieso, an sich hat es mich damals schon, es war schon ein geiles Spiel. Aber ich weiß nicht, warum ich es dann nicht mehr weitergespielt habe. Entweder fand ich es dann doch zu langweilig oder ich fand es zu gruselig. Ich war ja erst 14, 15. 14 war er. Von daher, ja, ist doch noch eigentlich ganz, ganz schick geworden. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich bin noch so ein bisschen. Du hast gesagt, wir sagen Danke. Sagst du nochmal extra Danke? Nein, sag ich nicht. Ah. Ja. Guckt Uncharted. Das war ein leiser Hilferuf nach Uncharted-Zuschauern. Nee. Niemals, ich hab's gar nicht nötig. Wir machen es jetzt auf jeden Fall so. Das wird jetzt noch, wenn ihr das gesehen habt, diesen Part, sind wir quasi schon 10 Tage durch oder so. Sprich, wir haben ja ziemlich viele Parts gemacht jetzt. Wir haben 2-3 Tage ordentlich durchgezogen. Momentan ist, glaube ich, Part 41 draußen oder so. Das ist jetzt Part 58. Sprich, es dauert noch 2,5 Wochen. Also wir sind 2,5 Wochen durch, wenn ihr diesen Part hier seht. Weißt du, warte mal, was? 7, 8, ja. Okay, sowieso 17 Parts. Ja, ja. So. Mhm. Ja, ich muss mich beeilen, glaube ich. Warum? Weil die Credits laufen schon langsam zu Ende. wir gucken uns jetzt ein neues Let's Play aus, ein Horror-Let's Play. Müssen wir mal schauen. Wir überlegen, ihr könnt uns gerne... Okay, nee. Nein. Das ist eh zu spät. Ja. Wenn ihr das schreibt, haben wir wahrscheinlich schon eh was. Wir gucken uns ein bisschen um, was es da so an Horror-Let's Plays gibt, die wir vielleicht machen könnten, die so nicht ganz mit Shootern zu tun haben, sondern ein bisschen Rätseln vielleicht, wieder ganz cool, ein bisschen mehr erschrecken und hast du eine Black Mirror-Action, ja, wer das mal kennt. Gucken. Vielleicht machen wir so ein Wimmelbild-Horror-Ding, Black Mirror, viel da schon, es hat sie hier zu Hause, Black Mirror 2 und 3. Mhm, und 1 kenne ich nicht. Ich kann momentan mit Wimmelbildern noch nicht so viel das anfangen. Das ist ja nicht wirklich Wimmelbild. Ja, müssen wir mal gucken. Warte, ich muss schnell zum Ende kommen, glaube ich. Okay. Und da wird es dann auf jeden Fall direkt am morgigen Tag gibt's 21 Uhr ein neues Horror-Let's Play. Das können wir jetzt schon mal hier versprechen. Ah ja. Ach, da ist Fabula. Ach, so ein schönes Ende. Spiel zu Ende, ja. Es war ein tolles Spiel. Wir danken nochmal fürs Zuschauen. Jetzt kommt doch noch was. Warte, das schauen wir uns kurz an. Quatsch. Das sind nur die Bilder von den Einzelnen. Oh. Oh. Hier, 10 Stunden. Runde Ebene A. Panik 10. Gegenstand 60%. Kritische Huey-Verletzungen 0. Wir waren recht gut. Spitzenzüchter. Wir waren ein Spitzenzüchter. Ende. A. Fortis Fortuna Juvat. Geschlagene Feinde 12. Warte mal. Fortis Fortuna Juvat. Schicksal, Jugendlich, keine Ahnung. Okay, wir haben also Ende A. Es gibt noch Ende B. Das habe ich nachgeschaut. Ende B und Ende C, glaube ich, noch. Je nachdem. Ja, wir haben nur ein Ende gesehen, das muss man dazu sagen. Also, wir haben nur ein Ende gesehen, wir haben das? Ein gutes Ende haben wir gehabt, oder? Ja, ja, es ja, war klar, ja gut, es gibt noch ein böses Ende. Echt jetzt? Das werden wir jetzt aber nicht zeigen, weil das es gibt ein böses Ende? Ja, es gibt ein böses Ende. Ich weiß nicht, das könnt ihr jetzt mal, ja, vielleicht verlinke ich mal. Ja. Vielleicht kann ich in dem Part jetzt am Ende mal noch die anderen Enden, ja, verlinken. Hundeebene A. Da könntet ihr euch auch nochmal reinziehen. Es gibt, glaube ich, noch ein normales Ende, also ein neutrales und ein böses Ende, würde ich mal meinen. Wenn es nicht sogar noch mehr Enden gibt, ich weiß es gar nicht. Ja, waren wir doch aber ganz keine gut. Keine kritischen Verletzungen für Huey, was heißt denn das? Der war wahrscheinlich nicht ganz tot bei uns. Ach so. Also nie ganz tot. Obwohl ich dachte, wo da manchmal so ja, ja. Die Zunge cool. rausstreckt ja, und ganz ja. langsam läuft, ich dachte, das wäre schon kritisch. Ja, ich auch. Gegenstände 60% gefunden. Krass. Nicht ganz so viel. Nee. Aber es geht, also gut, das war ein Riesenschloss, also hallo. Ja, und klar. Manchmal sehr, sehr komisch geordnet und hast nicht gesehen. Nein. Naja, ich drücke jetzt mal hier. Mal gucken, was da noch so kommt, ob da noch mehr kommt. Geheimzimmer ist dem Titelmenü hinzugefügt worden. Okay, schwerer Modus. Alter. Los geht's, auf ein neues. Du kannst jetzt das Kostüm im Spiel wechseln, okay. Durchaus beliebt. Durchsuche jede beliebige Truhe mitten im Spiel, um das Kostüm zu wechseln. Stempel auf einem Plattenschlüssel Alchemie. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Tja, ja, wir können das Spiel jetzt nochmal speichern. Die Frage ist, auf welchen Speicherstand wir jetzt gespeichert haben. Naja, wir sagen tschüss. Wir sehen uns morgen wieder, 21 Uhr, zu einem Horror-Let's Play. Wir beide wieder mit Facecam und
allem drum und dran. Ja, mal gucken, was es ist. Ihr seid morgen schlauer, wir noch nicht ganz. Wir müssen uns noch Gedanken machen. Das bleibt euch erspart, uns jetzt nicht so. Naja, wir machen Feierabend. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.